Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Yo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Heute will ich mal mit euch über eine kleine Theorie reden, beziehungsweise über einen Gedanken, einen Einfall, den ich schon öfter jetzt in Foren gelesen habe und bei einem kleinen YouTuber, den ich auch nochmal am Ende erwähnen werde. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich krass, diese Theorie. Es geht nämlich um das Power-Up von Sanji, beziehungsweise um Sanjis Auge, Leute. Ja, jetzt wundern sich alle, warum Sanjis Auge, Leute. Ja, das ist eine wirklich eine coole Theorie, die auch ein bisschen albern ist und viele werden jetzt in den Kommentaren gleich schreiben, wenn ich es gesagt habe, dass es Blödsinn ist und dass es albern wäre und gar nicht zu Sanji passt. Würde, aber es würde einfach Sinn machen und es würde ein Geheimnis lüften. Und das erste Geheimnis ist erstmal, was wir uns stellen müssen: Warum hat Sanji sein Auge gewechselt über den Timeskip? Also wir wissen ja alle, Sanjis Auge, man sieht immer nur ein Auge von Sanji, man hat noch nie im Anime und im Manga hat man noch nie beide Augen gesehen von Sanji auf einmal. Und ich glaube, im Anime hat man es einmal gesehen, das war aber ein Animationsfehler, das wurde auch wirklich bestätigt, dass es ein Animationsfehler ist, und im Manga hat man es noch nie gesehen. So, erstmal die Frage, warum hat er jetzt das Auge gewechselt über den Timeskip? Weil damals hat man halt das eine Auge gesehen und er hat den Scheitel bzw. die Haare gewechselt übers andere Auge, das man immer vor dem Timeskip gesehen hat. Jetzt ist aber die Frage, warum hat er das getan? Erstmal kann man sich die Frage stellen, ja, hat Oda das vielleicht einfach nur aus Charakterdesign technischen Gründen gemacht, um ihn halt anders zu designen nach dem Timeskip? Aber er hat auch schon sowieso ein kleines anderes Design bekommen. Seine Klamotten, seine Standardklamotten sind anders geworden. Er hat ein wenig markanteres Gesicht und sein Bart hat sich ein wenig verändert. So viel zu seiner Veränderung, und halt das Auge hat sich gewechselt. Jetzt ist die Frage, hat dieses Auge, das er gewechselt hat, und sein anderes Auge, sein altes Auge, nicht mehr zeigt, hat es noch einen viel tieferen Grund? Und da, Leute, ihr könnt euch noch alle gar nicht vorstellen, was ich gleich hier raushau. Manche im Stream werden wahrscheinlich schon wissen, was ich jetzt raushau, weil ich hab's schon mal in einem Stream erwähnt. Und zwar, erstmal müssen wir uns die Frage natürlich stellen, wo war Sanji die 2 Jahre? Ja, das ist die große Frage, und er war auf der Transinsel bei Ivankov, Leute. Und was kann er dort gelernt haben? Ja, es gibt eins, was wir uns natürlich denken können, und zwar hat Sanji die 99 Vitalrezepte gelernt von Ivankov. Das sind Rezepte, mit denen man unglaubliche Stärke oder ja Regenerationskräfte erlangen kann, wenn man die über einen langen Zeitraum isst. Also er wollte einfach die Rezepte wissen, dass er sie für die Crew kochen kann, um seine Kochkünste zu verbessern. Aber die Kochkünste sind ja nur seine passive Fähigkeit, beziehungsweise seine passive Funktion in den Strüten, denn Sanji an sich ist ja auch ein starker Kämpfer. Und er muss, ja, kampftechnisch natürlich auch noch was dazugelernt haben. Es reicht natürlich nicht, dass er ein bisschen besser kochen kann. Damit hat er in der neuen Welt letztendlich, kann er nichts reißen, Leute. Ist einfach offensichtlich. So, er kann natürlich den Skywalk, er kann sozusagen fliegen, er kann ziemlich schnell schwimmen und so, das konnte er vorher auch schon. Aber wie gesagt, der Skywalk, dass er fliegen kann, das hat er dazugelernt, denn er wurde über die 2 Jahre wurde er dauernd verfolgt von den Transen. Das klingt albern, aber er sollte zu einer Transe gemacht werden, Leute, und wir haben es auch einmal gesehen, dass er zu einer Transe wurde. Letztendlich haben sie ihn einmal geschnappt, bevor Ivankov noch da war. Dann war Ivankov da und er wurde wieder zu einem normalen Mann, kann man sagen. Und dann hat Ivankov ihn halt von den Vitalrezepten erzählt und er hat sozusagen gesagt, ey, er muss das wissen, er muss lernen, wie diese, ja, Vitalrezepte gehen. Und er hat sich darauf entschieden, also Ivankov hat ihn erstmal vorgeschlagen, ja, du musst zu einer Transe werden, um letztendlich die Rezepte zu kriegen. Oder er macht es nicht und er muss die 99 Meister dieser einzelnen Vitalrezepte, ja, bestehlen. Und das war letztendlich den Deal, auf den er sich eingelassen hat. Aber die Kehrseite der Medaille ist, dass er die ganze Zeit verfolgt wird von den Transen, die ihn letztendlich zu einer Transe machen wollen. Und wir haben es ja auch gesehen, so hat er letztendlich den Skywalk gelernt. Aber Leute, das ist noch keine Bestätigung, dass die Transe ihn nicht gekriegt haben. Ich hole sehr weit aus für die Theorie, Leute. Ich will nicht sagen, Sanji ist eine Transe, Leute, das haue ich auf jeden Fall nicht raus. Aber, Leute, passt auf. Jetzt kommen wir zu Ivankov, zu den Fähigkeiten von dem Meister von Sanji über die 2 Jahre. Dem oder der oder das Meister, man weiß nicht, was Ivankov letztendlich darstellen soll. Aber Ivankov hat halt die Hormonfrucht. So, jetzt müssen wir hinterfragen, was kann die Hormonfrucht? Die Hormonfrucht kann eine Frau zu einem Mann machen oder einen Mann zu einer Frau. Es kann Hormone in den Körper injizieren, beziehungsweise Adrenalin oder was für Hormone auch immer. Er kann wahrscheinlich die Hormone einfach beeinflussen. Wir haben es auch gesehen, wie er Ruffy sozusagen geholfen hat. Bei Marineford, Impel Down, hat er Ruffy geholfen mit der Hormonfrucht. So, was kann Ivankov noch? Und jetzt komme ich darauf zu sprechen, Leute. Und zwar, Ivankov kann den Deathwing, den Galaxy Wing, er kann halt diesen Wing. Das ist so ein Blinzelschlag mit den Augenlidern, dass er sozusagen
ja, ihr kennt es alle, dass er so einen Riesen, so einen Luftstoß erzeugen kann mit seinem Augenzwinkern. Und das ist halt was, was überhaupt nichts. Also das war mit die stärkste Attacke von Ivankov, Leute. Das muss ich nochmal erwähnen. Das war mit einer der stärksten Attacken. Damit hat er die ganze Zeit gekämpft bei Marineford. Und Ivankov kann man nicht unterschätzen, auch wenn er albern aussieht. Er konnte aber mehr oder weniger mit, ja, Magellan mithalten. Er war ein bisschen schwächer. Aber er hat bei Marineford gut mitgemischt. Und er hat gegen gegen Magellan konnte er schon einiges anrichten. Mehr als Ruffy auf jeden Fall. Nur mit Hilfe dieses Winks, also diesen Blinzelschlag, diese Attacke Deathwing. Und da ist halt die Frage. Es hat nichts mit der Hormonfrucht zu tun. Das ist eine Fähigkeit, die er sich so erlernt hat. Und jetzt ist die Frage, wie kann er das machen? Einfach nur so, weil er so ein großes Auge hat oder weil er bestimmte Wimperntusche drauf hat. Und jetzt ist halt, die Theorie ist halt so, Leute, jetzt sage ich es einfach, dass Sanjis altes Auge, was ja immer frei war sozusagen, ist einfach jetzt, ich will nicht sagen ein Transenauge, aber er hat sozusagen, ich will nicht sagen Wimperntusche, aber dass er damit den Deathwing beherrscht, Leute. Vielleicht ist er dort geschminkt, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Transen ihn, sie haben ihn ja schon mal geschminkt und bekommen und sowas, dass er einfach auch neue Kampftechniken gelernt hat von Ivankov, weil Ivankov hat Sanji besiegt, man hat es gesehen vor dem, ja, bevor er bei Ivankov trainiert hat, haben sie es ausgefochten und Sanji lag damals am Boden aufgrund dieses Wings, also dieser Galaxy Wing und diesen Deathwing, das hat alles Ivankov ihnen ja entgegengesetzt und daraufhin konnte Sanji nichts machen und lag am Boden. Und das ist nämlich eine Fähigkeit, die zu Sanji, ich weiß nicht, nicht richtig passt, aber es würde vielleicht erklären, warum er jetzt das Auge gewechselt hat, weil er sich schämt sozusagen, dass dieses auf der Transeinsel geschminkt wurde. Und diese Attacke, es klingt zwar jetzt wirklich albern und es klingt als Comedy-Element, ist aber nicht zu unterschätzen, die Attacke. Die Attacke ist ziemlich stark, Leute. Ich weiß, ihr lacht bestimmt jetzt gerade hinter der Tastatur oder hinterm euer Handy. Aber es wäre ein Power-Up für Sanji, was wirklich nicht schwach wäre und es ist halt wirklich ein bisschen albern, ich weiß, Leute. Aber ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu der Theorie denkt mit dem, ja, mit dem Auge, dass er wirklich ein Transenauge hat auf dem Auge, was er letztendlich jetzt verdeckt. Und es wird auch erklären, warum er das Auge gewechselt hat. Und ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Es würde mich mal interessieren, wie ihr dazu denkt. Es ist wirklich ein bisschen albern, ich weiß, Leute. Aber wie gesagt, immer mal wieder das Neues hier auf den Channel bringen, ist ganz lustig. Und wie gesagt, die Theorie habe ich das erste Mal, also ich habe sie auch in Foren gelesen. Ich habe heute nochmal ein bisschen im Internet ein bisschen nachgeforscht. Und ja, ich habe sie bei Oro Jackson gelesen und so, aber das erste Mal habe ich diese Theorie bei einem mini kleinen YouTuber gesehen und zwar heißt dieser YouTuber Die Bonobos und zwar sind das eigentlich zwei YouTuber, aber zurzeit sehe ich da immer nur einen aktiv so ein bisschen, das ist halt die Frage, aber auf jeden Fall korrekt, ich habe es gesehen, ich war wirklich, also ich gucke ja überall mal so ein bisschen rein in dieser One Piece Szene in Deutschland und es ist echt geil, mal, selbst auf so kleinen Channels sieht man so eine kleinen geilen Denkanstöße und da habe ich mir gedacht, das muss ich auch bringen und ja, ansonsten schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao und tschüss. Take the shot, don't waste the clock. March to the drum of the number one spot. Born for this, victorious. Storms break out so glorious.